Moin Leute und ganz herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Ich weiß, ich bin spät dran, war ich beim anderen Video von ihm leider noch heftiger. Die schlimmsten Zweckreime im Deutschrap, Teil 1 von 2 vom Ehrenbruder Boss Explosive. Beste Grüße gehen natürlich wie immer raus. Ja, ich denke mal, die üblichen Kandidaten werden dabei sein, die man schon so aus die schlechtesten Deutschrap-Lines kennt. Und ich würde sagen, ich laber hier gar nicht lange um den heißen Brei herum, Freunde. Wir ziehen uns einfach mal rein, was hier so drin vorkommt. Ich bin gespannt. Let's go. Doch zunächst erstmal, was ist ein Zweckreim? Ein Zweckreim ist ein gezweckter Reim. Sheesh. Zweckreim wird im Text nur platziert, damit... damit der Reim funktioniert. Er gibt inhaltlich aber nicht wirklich Sinn oder klingt merkwürdig, was die Wortwahl angeht. Du Horst, du Hans. Ich bin so wortgewandt. Das Ganze wirkt also gezweckt. Hier ein paar Beispiele aus den schlechtesten Deutschrap-Lines. Manche Typen kommen schwul aus dem Knast, doch wenn ich rappe, ist plötzlich die Kuh auf dem Dach. Das ist die legendärste Line eigentlich überhaupt, Mann. Es ist einfach die legendärste Line, Alter. Die Kuh auf dem Dach, Dach. Die Kuh auf dem Dach. Ich muss übrigens seinen Shop noch komplett mal auschecken, Alter. Habe ich auch noch nicht gemacht. Ich bin so im Verzug bei allem, ey. Leute mieten sich für Stunden ein Drehboot. Denn mehr als guter Junge, halt geht los. Sollte für Russell Salmer stehen, 4-2-8 auf Französisch. Waren zu jung, aber es macht uns beide so hart fröhlich. Den finde ich am allerschlimmsten. Das ist wirklich so scheiße. Das ist so scheiße. Wollte für Rüsselsheimer stehen, 4-2-8 auf Französisch, waren zu jung, aber es machte uns beide so hart fröhlich. Es machte uns so hart fröhlich. Oh, was ein Junge, was eine beschissene Line, Alter. So, da wir das nun geklärt haben, auf geht's. Ich bin Rap Aristoteles, fly wie ein Vogelnest. Die finde ich jetzt aber gar nicht so schlimm eigentlich tatsächlich, weil Fly wie ein Vogelnest ist quasi im Prinzip extra eine Bad Bar irgendwie. Also finde ich jetzt gar nicht so kacke. Also es ist schon kacke, aber ich glaube extra. An die Spitze außen. Oh, die ist wirklich schlimm. Mein Weg nach oben und du holst dir einen auf Omas runter. Mein Weg nach oben und du holst dir einen auf Omas runter. Oh, die ist wirklich fürchterlich. Habe ich schon immer gehasst in dem Song. You serious? In meinem Herzen herrschen Minus gerade. Darum baue ich mir mein Iglo jetzt in Zitrusfarbe. Das Iglo in Zitrusfarbe. Ja, sicher, wer kennt's nicht? Und heute gibt es bei euch Lachsfilet. Ich bekomme das Kotzen, wenn ich deine Akne sehe. Lachsfilet, Akne sehe. Ja. Heute gibt es bei euch Lachsfilet. Das ist geil, Junge. Stern safe, Industrie- und Handelskammer. Das ist der Grund, warum sie nur meinen Schwanz umklammert. Das Handwerk. Das ist halt auch einfach wirklich so stumpf, scheiße, ey. Mein Schwanz umklammert. Das Handwerk. Nenn mich Face, weil ich dir radikal in Arsch trete. Asoziale Jagdszenen. So, jetzt. Radikal. Ich trete dir radikal in den Arsch, Junge. So, jetzt fehlt nur noch der dritte Reim. Am besten einer, der an die Brutalität der ersten beiden Reime anknüpft. Avocado Schafskäse. Lol, ich dachte, es geht schon ums radikal in den Arsch treten. Aber Avocado Schafskäse ist natürlich nochmal eine Hausnummer drüber, Alter. Avocado Schafskäse. Deine Freundin geht zur Misswahl ohne Grund und sie bekommt jetzt einen Pissstrahl in den Mund. No. Echo hat auch früher ganz schön weirde Scheiße teilweise gekickt, ne? In den Mund. No. No, man. Jetzt ist Polen offen, du hast an den Hoden stoppeln.
Ficken. Junge, jetzt ist Polen offen, du hast an den Hoden Stoppeln. Ich komm in Strumpfhosen, Robin Hood G-Style. Du hast einen Strumpfhoden, oh mein Gott, wie geil. Alter, Digga, ist das way? Robin Hood G-Style, du hast einen Schlumpfhoden? Oh mein Gott, wie geil. G-Style auf wie geil oder einfach so random, oh mein Gott, wie geil, du hast einen Schlumpfhoden. Ja, sehr nice. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen, aber beim Scheißen gebückt stehen. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen, aber beim Scheißen gebückt stehen. Immanuel Kant. Ey, wie geil das wäre, wenn das wirklich mal in so einem richtig, in einem Buch drin stehen würde. Wenn das wirklich 100.000-fach gedruckt worden wäre und da steht einfach so ein schönes Zitat mit diesem Bild, Alter. Ein sehr edler Spruch auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, sein Job ist jetzt online, muss ich selber noch komplett mal auschecken. Das muss gemacht werden. Sticker Packs. Ja, ich feiere diesen Ach so. Ich finde diesen Ach so so geil, weil ich mir das immer quasi vor, also weil ich dieses Video dann immer vor Augen habe. Die Kuh auf dem Dach ist natürlich auch legendär, ganz klar. Ganz, ganz klar. Die Kuh auf dem Dach ist auch absolut wild, Alter. Ja, wie immer, lustig, unterhaltsam. Beste Grüße gehen nochmal raus. Lasst ein Like und Original da, genau. Lasst beim Original Like und Kommentar da, falls ihr es noch nicht getan habt. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen, angenehmen, entspannten Tag. Bis dann, macht es gut, haut da rein, bleibt vor allem gesund und ciao.